Hallöchen, Freunde! Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe noch mal ein kleines bisschen weitergebaut, aber nicht viel und vor allem etwas umgebaut. Und zwar beginnt das 26 Grad Dach. Sind 26 Grad? Ich glaube ja. Jo. Jetzt schon eine Stufe weiter unten. Weil das Problem war, so wie wir es davor hatten. Wartet, ich spring mal kurz hoch, um es euch zu zeigen. Komm hier halt bloß noch ganz doof über dem Gerüst lang gelaufen, wegen dem Dach halt. So. Das Problem war, dass wir ja bis hierhin 45 Grad hatten, ab hier 26 Grad. Und das hat zwar hier gehalten, aber wir hätten dann bei jeder einzelnen Stufe hier so eine Balkenkonstruktion bauen müssen. Und dann wäre der ganze Raum voller Balken. Also, ne, das ist irgendwie wäre ein bisschen doof gewesen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Jetzt habe ich es gerade so. Das heißt, wir können eine erstmal überspringen. Ist mir prinzipiell aber auch noch zu viel. Ich habe aber noch nicht getestet, ob wir vielleicht auch zwei so eine Holzpfähle machen könnten und dann erst wieder ein so ein Ding. Ich möchte es natürlich reduzieren, dass wir so wenig wie möglich von den Dingern hier unten im Raum stehen haben. Weil das bringt nichts, wenn wir hier so ein riesen Lager haben oder so einen riesen Raum. Naja, ihr wisst schon, und alle zwei Meter steht so ein Ding. Also ich würde das zumindest ganz gerne noch eins weiter kriegen. Muss mal gucken, ob es dann vielleicht mit einer Querbalkenkonstruktion oder so noch hält. Aber so ging es auf jeden Fall nicht. So sieht es auf jeden Fall schon besser aus. Ich wollte eigentlich schon weiterarbeiten. Problem ist, wir haben ja hier die zweite Reihe Holzbalken. Und die ist extremst wichtig, weil die extrem viel stützt, warum auch immer. Ich meine, die Balken liegen halt hier dran, aber die stützen halt viel. Jetzt ist natürlich die Sache, wir hatten ja nicht durchgehend die Balken hier, deswegen habe ich die jetzt so weitergezogen. Was aber wiederum das Problem macht, ihr seht es schon, das Ding ist mal grün, das ist gelb, das ist mal grün, das ist mal gelb, das ist halt alles ein bisschen semi-optimal. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier oben... Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Das Ding hier ist gelb. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen dachte ich mir, wir müssen sehr wahrscheinlich anfangen, hier überall so eine Dings zu ziehen. Warte, ihr seht gleich, was ich meine. Zack. Und das Ganze dann nochmal an dem dran. Ich komme halt bloß nicht richtig ran. Menno. Komm schon. Na, eigentlich wollte ich es halt... Wie haben wir es denn hier gemacht? Nee, wir müssen das hier anders machen. Wir müssen das definitiv... Ich reiß das mal kurz weg. Aber auch dann hängt das noch nicht dran. Das reicht noch gar nicht. Ich habe halt überlegt, so. Aber ich glaube, das wird nicht durch das gestützt, oder? Wir probieren es einfach mal. Das war so mein Gedanke dahinter. Weil das muss natürlich schon alles gleich sein, weil ansonsten haben wir dann wieder ganz oben Probleme. Bisher sieht es jetzt erstmal gut aus. Und scheint das so doch zu funktionieren. Okay, perfekt. Jetzt ist der da hinten. Der ist grün, der ist gelb. Okay, naja gut. Dann muss ich... Oh, Gott sei Dank. Besser hätte man nicht runterfallen können. Ja, also, dann muss ich das noch so machen, dass wir hier überall noch die Balken ranziehen, dass die hier mit am Hauptgerüst dran sind sozusagen, also am Grundgerüst des Gebäudes. Sag mal, sieht man hinterher sowieso nicht mehr. Warte mal, nee, jetzt ist das wieder... Nee, das war gelb, ne? Ja. Wo jetzt hier auch... Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt will ich das mal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier noch so ein Ding dran schmeiß, wird das jetzt automatisch grün? Müsste ja eigentlich... Jo, okay, gut. Frage geklärt. Wie gesagt, bei denen hier drüben... Obwohl, das ist auch nicht dasselbe hier. Hier haben wir es denn ganz am Anfang. Wir müssen mal kurz gucken. Die sind nämlich alle grün hier, ne? Das ist dasselbe grün? Glaube. Ja gut, dann fangen wir halt noch an, hier überall diese Kernholzbalken darunter zu popeln. Was soll's, dafür ist es dann alles auf dem gleichen Level. Bevor wir dann hier am Ende wieder Probleme kriegen, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Nicht wundern, ich habe mir die Rundholz, also das Kernholz, hier geklaut und da drüben, weil wir haben keins mehr. Ich hatte keinen Bock extra sammeln zu gehen. Ich wollte es nur erstmal ausprobieren, so wird es dann noch weitergemacht. Wir machen in der Folge jetzt auf jeden Fall
erstmal die ersten Teerdächer, würde ich sagen. Und ich möchte mit euch unbedingt in den Sumpf. Denn einerseits... Ja gut, was heißt einerseits? Ich möchte mit euch einfach in den Sumpf, um den neuen Gegner mal zu finden. Von daher können wir das doch mal machen. Wir gucken mal, wir ziehen hier die erste Spur an Schindeldächern. Müssen wir bloß mal gucken, wie viel der Spaß kostet. Ich glaube, schwer war das Zeug, ne? Genau. So, jetzt brauchen wir hier die guten Schindeldächer. 45 Grad. Da habe ich natürlich das ganze Holz weggepackt, ich Depp. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir machen mal die erste Reihe gemeinsam, dass wir es uns mal zusammen anschauen. Dann können wir Inventar ein bisschen leeren. Und etwas Vorbereitung treffen. Und dann gehen wir in den Knochenwandsumpf und suchen mal nach dem neuen Gegner, oder? Dass wieder ein bisschen Abwechslung mit reinkommt. Die restlichen Dächer werde ich dann... Also die restlichen Schrägdächer aus Teer werde ich dann halt außerhalb des Videos wieder drauf hauen. So wie ich es schon gesagt hatte. Und dann packen wir da wieder einen Schnitt rein. Und alles ist gut. So, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Boah, ich glaube, das wird mega gut, ne? Wir müssen halt nur gucken, wie wir das hier alles ordentlich draufbauen. Ich hatte die Idee... Ich rede heute viel, deswegen muss ich immer so tief atmen. Ich hatte die Idee, hier in die Mitte Steinsäulen zu bauen, dass wir hier in der Mitte des Gebäudes auch so ein Gerüst halt machen, dass wir drauf rumlaufen können. Weil hier Stück für Stück zu springen und gerade das da oben, alles doof. Also wir müssen dann damit natürlich höher kommen als das. Oder, naja gut, dann können wir die letzte Stufe nicht zusammenbauen, aber wir brauchen eine ordentliche Höhe und das kriegen wir wahrscheinlich nur mit den Steinsäulen hin. So, zack. Das sieht mega geil aus. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ah, wir müssen vor allem aufpassen, weil ich habe ganze 36 Leben. Müssen wir mal gucken. Wir können ja hier wieder so eine Dingers reinbauen, ne? Ah, nicht wirklich rein, aber es ist da. Jetzt brauchen wir nochmal die 26 Grad. Und zack, und zack. Einfach auch, um mal zu gucken, dass das alles ordentlich aussieht und ordentlich hält. Aber ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall was Geiles. Ich finde den Kontrast irgendwie ziemlich nice. Von dem hellen Holz und dem dunklen Dach. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das sieht doch geil aus, oder? Was sagt ihr? So, zack. Haut es mir mal in die Kommentare. Ich freue mich auch immer ein bisschen, wenn ich bestätigt werde. Nee, aber wenn ihr auch sagt, dass es geil aussieht, dann macht es natürlich noch viel, viel mehr Laune. Man sieht jetzt natürlich die Balken viel stärker als hier drüben. Oh, 14 Leben. Ich bin echt mal wieder heute etwas gewagt unterwegs. Na gut, da hat man sie auch gesehen. Da sind sie teilweise so gefühlt ein bisschen mehr verschwunden, weil das Stroh halt so ein bisschen, ja, strohiger ist. Als halt sowas. Aber ich muss sagen, ich finde das mega nice. Ich habe sogar tatsächlich überlegt, ob wir eventuell das Gerüst lassen und das Gerüst mit ins Haus integrieren. Jetzt nicht so, wie es jetzt gerade aussieht, das wäre natürlich ein bisschen doof, aber vielleicht hier mit den Teersäulen und irgendwie so ein bisschen mit dran. Mal gucken, bin ich noch am Überlegen. Und ich habe was Geiles gesehen, die Käfigwaden können wir hier reinbuddern. Da hätte ich halt auch ziemlich Bock drauf. Ach genau, deswegen wollte ich auch in den Sumpf. Jetzt fällt es mir wieder ein, weil das kostet natürlich Eisen. Verschönert die ganze Sache aber natürlich nochmal um einiges, finde ich zumindest. Ja, mal gucken mit dem Gerüst. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich fände, es wird alles ein bisschen dreidimensionaler. Wie gesagt, die Balken weg, dann vielleicht so ein Teerding rein oder hier die Eisernen oder irgendwas, was hübsch aussieht. Und dann kann man hier auch mal noch etwas dreidimensionaler bauen, aber mal schauen. Das machen wir dann alles nach und nach. Ich bin auf jeden Fall froh, die Teerdächer sehen mega geil aus. Das buddern wir definitiv da drauf. Es wird so ein Riesengebäude, ey. Ich freue mich, wenn das irgendwann mal fertig ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Gut, das heißt, wir müssen in den Sumpf. Oder wir wollen in den Sumpf. Also mal fix Inventar leer machen. Holz weg. Mal ein Kernholz haben wir noch. Geil, oder? Ich hau jetzt hier mal das Dings mit rein und vergesse wahrscheinlich ganz schnell, dass ich es da reingeschmissen habe.
Jetzt bräuchten wir idealerweise auch noch ein paar gute Lebensmittel. Wir haben keine Würste. Wir haben aber Rübeneintopf. Wir haben auch noch ein paar Schmutzshakes. Das sieht schon mal gut aus. Aber das war's dann auch schon so langsam, ne? Haben wir noch irgendwie schönes Fleisch? Guck mal hier, Wolfsfleisch. Lochsfleisch will ich nicht unbedingt futtern. Wolfsfleisch könnten wir braten. Nixe macht 25 Gesundheit, 8 Ausdauer. Ne, das ist... Guck mal, hier ist auch noch was. Und hier haben wir noch gekochtes Wolfsfleisch. Perfekt. Dann gehen wir doch damit los. Und die Mörli ist noch weg. So, das passt. Brauchen wir einen sumpfigen Schlüssel. Wenn wir Eisen holen wollen, ja. Ach Gott, wo habe ich den wieder? Wo habe ich den wieder? Den finde ich doch im Leben nicht mehr. Vielleicht bei Werkzeug oder bei Waffen. Ah, perfekt. Den haben wir. Axt brauchen wir nicht, Flug nicht unbedingt. Weg damit. Die Spitzhacke brauchen wir. Wir haben kaum noch Pfeile. Das ist eigentlich schlecht. Ich habe keine Ahnung, mit was wir am besten diesen neuen Gegner besiegen. Aber er ist zumindest aus Holz. Heißt, so ein Feuerpfeil wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Müssen wir mal fix noch ein paar Pfeile herstellen. Was brauchten wir denn dafür? Holz, Federn. Und ich glaube Harz fürs Feuer, ne? Und 3 Harz. Harzvorrat ist auch nicht mehr das, was er mal war. So, Werkbank. Zack, komm, hier, Feuerpfeile. Auch wenn die nicht so geil sind. Ich hoffe mal, dass wir eine Chance haben. Ich hatte ja bloß damals mal was gelesen, als das Update kam. Und da stand halt bloß so da von wegen gefühlt wie ein Boss. Oder ein kleiner Boss. Also schon irgendwie etwas stärker, der Gute. Mal gucken. Federn, dann Holz noch weg. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben sehr gesunden Met, das ist schon mal gut. Ich würde ganz gerne aber auch noch ein bisschen was davon mitnehmen. Köstlicher Met brauchen wir nicht unbedingt. Gut, 17 Minuten ausgeruht, es sieht perfekt aus. Ah, ich hätte erstmal Moltebeeren essen können. Wäre schlau gewesen. Also nicht Moltebeeren, Brechbeeren. Egal. Wir werden ihm ja wahrscheinlich auch nicht direkt begegnen, sobald wir jetzt hier in den Sumpf rein flattern. Aber ich freue mich drauf. Vor allem finde ich diese neue Rüstung ja geil. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Wir müssen jetzt eh mal ein bisschen gucken. Guck mal, wir haben hier noch gar nicht viel. Und hier kommen auch nochmal Ebenen. Könnten wir doch eigentlich in die Richtung gehen. Hier so ein bisschen erkunden und haben gleich noch ein neues Ebenengebiet. Für etwas Flachs und so. Ja, ist gut. Wir haben auch so gar keine Chance mehr, ne? Oh, ich habe gar kein Schild. Warum denn das? Ich wollte ihn gut blocken. Bam. Ah, die Innereien sind okay. Da können wir uns bald mal wieder ein paar Würste draus zaubern. Ich hoffe mal, na gut, Honig und Möhre müssten bald nachlassen. Also aktuell mit 59 Leben. Eigentlich schon wieder ganz schön dumm, was ich hier mache. Gut, Richtung ungefähr hier so beibehalten. Und dann schauen wir mal. Also neue Krypte finden. Neuen Gegner finden. Ich hoffe bloß, dass wir den jetzt nicht mit 59 Leben finden. Komm, macht mal ein bisschen Lack. Lebensmittel. Fangt mal an mit Blinken. Ich muss unbedingt nochmal gucken, wie wir hier aus diesen Viechern da hinten so ein... Also wie wir da so gut die Dings farmen konnten, die Surtling-Kerne. Weißt du, das ist ja bestimmt einfach ein Spawner, ne? Das heißt wahrscheinlich einfach nur die Typen kaputt hauen, oder? Glaubst du wirklich, was bauen mussten wir da nicht? Ich möchte gerade mit 59 Leben nicht dahin rennen. Ich mache hier mal einen Punkt und schreibe einfach mal Feuerviecher. Weil wir brauchen unbedingt Surtlingkerne. Wir haben, glaube ich, gar keine mehr. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber Portale werden wir natürlich immer mal wieder brauchen. Ach, die Lebensmittel. Naja. Da ist der nächste. Also von denen gibt es genug. Die sieht man halt auch immer 3 Kilometer weit. Guck mal, da hinten geht es auch weiter. Denk mal, dieses Feuerding da, was aus dem Boden kommt, ist direkt in ihr Spawner. Müssten wir die wahrscheinlich die ganze Zeit nur kaputt hauen. Denke ich mal.
Mir hatte das mal vor, weiß ich nicht, 100 Folgen gefühlt, jemand unter die Kommentare oder in die Kommentare geschrieben, dass die super sind, um Suttlingkerne zu farmen. Danke nochmal dafür. Du siehst, ich erinnere mich noch dran. Aber ich habe es natürlich jetzt Ewigkeiten nicht gebraucht. Ich habe hier noch eine Krypte neu stehen. Ach, natürlich. Mit 58 Leben. Okay, aber Feuerpfeil ballert. Nee, der erste hat nur geballert. Oh, Leute. Leute, ich muss unbedingt bessere Lebensmittel reinhauen. Aber da haben wir ihn. Die Monstrosität. Mit 57 Leben bekämpfen. Aber wir hauen auf jeden Fall erstmal Knochenwanz ran. Gut, dass wir den noch dabei haben. Im Sumpf. Ach du Scheiße. Okay, zwei Schaden. Nein, ich bin hier mitten im Wasser. Leute. Ja, die Lebensmittel. Komm, jawohl. Ja, ja, jawohl. Perfekter Zeitpunkt dafür. Aber wir machen dem echt kaum Schaden. Ich muss bloß mal gucken. 39. Gott, ach, wir haben eine Vergiftung. Wir haben eine Vergiftung. Schnell einen Trank rein. Ach, wir müssen mal gucken. Ich habe keinen Bock, dass ich die ganze Zeit hier im Wasser bin. Einerseits verringert es uns heftig die Ausdauer. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob Feuerpfeile die richtige Taktik sind. Ja, die Schleimlinge können mich gerade mal, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht hätten wir doch auf Nadelpfeile oder so gehen sollen. Komm, wir hauen die mal schnell weg hier. Aber irgendwie ist er gar nicht so interessiert an dem Kampf, habe ich das Gefühl. Was ist denn da los? Sind wir schon zu weit weggerannt, oder? Hat er einfach so dolle Schiss vor Feuer? Was los bei ihm? Vor allem, er rennt ja richtig weit weg. Hallo? Hoffentlich holt er jetzt keine Kumpels. Ah, cool, da hat es gleich geklappt. Das war der Plan für die Folge. Kann natürlich sein, dass wir ein bisschen in die Überlänge kommen. Jetzt kommt er zurück, wenn ich hier mitten im Wasser schwimme. Ja, danke. Aber gut, also er ist auf jeden Fall bezwingbar. Ich weiß nicht, wie es jetzt ohne Knochenwanst aussehen würde, aber... Wir haben zumindest 100 Leben, haben ein ganz geiles Ausdauerbild. Sieht gut aus. Ich weiß nicht, wollen wir mal mit Frostner draufhauen? Ich hätte auch mal Bock, wenn er jetzt eh nicht so viel Schaden macht. Wie sieht's denn da aus? Oh ja, Frostner haut rein. Ach, perfekt. Baum gleich tot. Bam, zack und bam. Da haben wir den ersten besiegt. Geil, ich freue mich. Jetzt lass mal was fallen von dem Zeug, dass wir hier gleich die neuen Rezepte kriegen. Komm. Wo liegt es? Glibber kennen wir schon. Jetzt kommt der Leck und ein Skelett. Ach, hau ab. Und was haben wir hier Schönes liegen? Wurzel. Wurzel, Kyras, Wurzel, Beinschutz, Wurzel, Maske. Das war's. Beinschutz, Maske und Kuras, Kyras. Freut mich, es hat geklappt. Dann sind die Dinger anscheinend doch gar nicht so extrem selten. 5 Wurzeln gab's. Ich würde eigentlich am liebsten gerade mit euch wieder direkt zurück und gucken, wie viel die neue Rüstung kostet und was die bringt an Punkten. Ich denke mal, die wird jetzt nicht besser sein als der Wolfs... Also, na gut, nee, wir machen ja erstmal noch die gepolsterten Sachen. Ich denke jetzt nicht, dass das noch stärker ist. Ist zwar neuer dazugekommen, aber vielleicht ist das einfach nochmal so eine Zwischenstufe oder so. Also, sieht auf jeden Fall mega geil aus. So, jetzt gucken wir erstmal hier mit den Guten. Lassen die jetzt... Die lassen Kohle fallen und Suttlingkern. Immer ein Suttlingkern? Nee, gab plus ein. Und hier kommen die raus, oder was? War das? Hä? Ach, das Ding selber feuert auf mich? Bin ich mal gespannt. Ob das Ding ein Spawner ist oder nicht. Wir warten mal noch kurz hier. Folge ist eh gleich zu Ende. Feuert das Ding wirklich auf mich oder ist da irgendwie so ein Vieh noch in dem Baumstamm verbuggt? Weil irgendwie wirkt es eher so. Ich glaube, hier ist nämlich einer drin. Kann das sein? Komm, wir gehen nochmal zu einem anderen. Das machen wir noch schnell, die Folge. So gefühlt, ich glaube vielleicht, wenn es ein Spawner ist, ist der vielleicht direkt in den Baumstamm gespawnt. Das kann natürlich sein. Nein! Ach nö!
Gut, Leute, dann müssen wir an der Stelle erstmal Schluss machen mit der Folge. Und dann machen wir direkt nächste Folge hier unsere zweite Monstrosität kaputt. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.